Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Loop 4.2 Wraith of the Silas Trails. Wir waren in diesem Weihetempel stehen geblieben. Und gucken jetzt mal, was hier ist. Und ja, ich bin gerade erst aufgestanden, also eben. Also, nicht wundern, falls ich irgendwie so ein bisschen verpeilt bin. Ja. Könnte diesen Part ein bisschen vorkommen. Korridras. Mhm. Jim, 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 Jim. Und er dürfte besiegt sein, ja. Nice, nice. Was ist hier unten denn so? Ein Gegner auf jeden Fall. Ein Kokatroris. Okay. Dum, 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 dum. Der ist ziemlich schnell. Und besiegt. Schnell und besiegt, okay. Ja, da können wir nicht lang, okay. Hier können wir dann wahrscheinlich auch nicht lang, oder? Nee. Was ist hier hinten? Nichts. Hier ist wirklich nichts? Okay. Das ist, wow. Wow, ich will einmal kurz hier runterfallen, damit wir jetzt mal den rechten Weg lang gehen können. Da waren wir ja noch nicht. Da kann ich mich nicht drüber ziehen. Da auch nicht, das heißt, wir müssen hier lang. Dann hier. Dort hoch. Wenn ich mich da erstmal. Ich gehe erstmal kurz hier hin, dann hier hin. Moment, nein, 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 nein. Erst will ich das machen. Dann geht das hoch, okay. Ah, hier kommen wir noch nicht weiter, glaube ich, ne. Okay. Was willst du von mir? Okay, dann besiegen wir halt diese Eisengolems. Okay. Okay, okay, okay. Wenn du mich da halt nicht durchlassen wollte. Nicht mein Problem. Müssten sie halt sterben. Ich wollte sie am Leben lassen, aber sie haben sich ausgesucht. Dim. Dim, dim. Dim. 104 Damage. Das ist eigentlich ganz in Ordnung, was wir an Damage drücken. Der ist besiegt. Schön. Und der dürfte jetzt auch weg sein. Nicht? Stahlsalbe. Ja, aber solides Damage. Von ihm. Wir gehen erstmal hier lang. Und holen uns einen Schlüssel, okay? Gut, dass wir hier zuerst lang gegangen sind. Das ist sehr gut. So, da können wir noch nichts machen. Da müssen wir später, glaube ich, mit einem Pfeil gegenhauen. Würde ich jetzt mal so schätzen. Das ist jetzt oben, ne? Wenn ich mich da jetzt rüberziehe, bringt mir das einfach mal so gar nichts. Ja, zurückkommen wir hier jetzt auch erstmal nicht. Das heißt, ich muss den ganzen Weg nochmal neu machen. Yay! Schön! Cool. Da, dort, dort, das, genau, und jetzt hier rüber. Ah, okay, Moment, ich verstehe es. So. Dann müssen wir wieder hier zurück, hier lang, dort, zack, zack, und darüber. Von hier aus dann hier hin. Und wenn wir jetzt da runterziehen, bringt das nichts. Das heißt, wir müssen die Treppe hinunterziehen. Nötzen. Okay, hier ist doch irgendwas sicherlich unter, oder nicht? Weg. Ah, hier, ein Schalter. Ah, okay. Ah, scheiße.
Oglins. Nee, Selan, macht mal bitte Stärke. Nee. Selan macht mal einen Phönix. Ich will mal einen Phönix sehen. Und du machst bitte einen Wähler. Nein. Ein Champion auf alle. Ich denke, Champion dürfte ausreichen. Dürfte eigentlich ziemlich viel heilen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und der Phönix. Oh ja, schön. Das ist schön. Das war schönes Damage. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Oh Mann. Ich bin die ganze Zeit so am Horchen, ob es gleich bei mir Jowsy klingelt. An der Tür. Denn ich erwarte ein Paket. Ein neues Gehäuse für meinen Rechner. Und ich hoffe halt, dass das ankommt. Also, dass ich da bin, wenn es ankommt. Da ist auch noch ein Schalter. Nee. Okay, Moment. Kommen wir zu der Kiste, oder? Nee, doch nicht. Kommen wir hier hin? Können wir jetzt dahin? Dort, darüber. Zack. Zack. Da. Okay. Ich glaube, wir sind hier richtig. Das heißt, ich will nochmal bitte zurück. Ich will nochmal zurück. Ich komme nicht mehr zurück, oder? Ach doch, Mann, wow, ich bin, wow. 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 Mehr, wow. Gibt es da nichts zu sagen? Da, zack, zack. Das wäre doof. Das war sehr doof. Oh Mann, ich hasse das mit dem Controller gerade. Wieso spacke ich denn so mega ab damit? Ich wollte dahin das machen, genau. So. Dann wieder dort drüber. Zack und zack und so. Gut. Dann nochmal. Hier kommen wir bestimmt auf zu einer Treppe, ja. Und die führt uns dann. Ja, okay. Okay. So wollte ich das doch. Ah, ja, okay, die Stacheln sind wieder oben. Oh Mann, das heißt, wir müssen. Oh Mann, was ist denn mit diesem Controller gerade los? Runter. Links, runter. Links, hoch. Links, runter, links, runter. Links, hoch, rechts, hoch. Rechts, links, links, hoch. Nein! So, dahin. Da, dort, danke. Zack, nochmal. Und dann gleich nochmal zu der Treppe gehen. Hoi, hoi, hoi. Jetzt aber. Gut. Ich will den Ring ausrüsten. Oh mein Gott. Ich habe ja gesagt, ich bin gerade ein wenig verpeilt. Verteilt, Alter, was ist denn heute los mit mir? Ich glaube. Ja, ich glaube, Selan kriegt den, ja. Dafür kriegt Arti den Kraftring. Dann haben Selan und Arti ganz gute Bewegungen auf jeden Fall. Geh mal weg. Nochmal. Ich will nämlich nicht noch einmal gegen euch kämpfen. Okay. Zack. Zack, jetzt bloß keinen Fehler machen. Ich will das nicht nochmal machen müssen. Oh, Alter. Ich komme gerade mit dem Controller nicht klar, muss ich sagen. Warum auch immer. Aber gut, aber gut. Jetzt haben wir es ja relativ gepackt. Ach schön, die Pflanze hat keinen Bock auf uns, wie es aussieht. Echsenprinzen sind besiegt gleich. Dim, 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 dim.
dürfte nicht so viel Damage machen, oder? 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 Nein, nicht wirklich. Ich kann heute nicht reden, ich kann gerade nicht reden, ey, ohne Scheiß. Hab das Gefühl, wenn ich rede, kommt es so rüber, als wäre ich voll. Weil ich kein Wort richtig aussprechen kann. Dabei liegt es einfach daran, dass ich gerade aufgestanden bin. Oh Mann. Aber ich habe schön geschlafen. Schön lange. Naja, was heißt schön lange? Relativ lange. Nice. Hochgehen. Okay, ja, komm. Dich besiegen wir auch noch, beziehungsweise euch. Machen wir mal. Nee, dafür usen wir jetzt nicht Champion oder so. Aber wir nutzen mal irgendwie. Oh, eine Frostfee. Oh, eine Frostfee. Komm, machen wir eine Frostfee. Dö-dö-dö-dün. Mal sehen. Wie viel Damage die drückt. Ja. Ist annehmbar. Auf jeden Fall. Die ist jetzt besiegt, ne? Ja, geil. Beide sind besiegt. Schön. Das ist sehr schön. Und gegen dich will ich nicht kämpfen. Geht das auch so? Ja, es geht auch so. Gut, wenn wir hier rauf drücken würden, würden wir wieder rüber. Oh. Rüber sliden. Mann, Controller. Ah, cool. Zack. Warum drehst du dich in dem Moment um? Tortona. Nee, Tartona. Tortona. Weiß ich nicht. Erstmal ein bisschen Kaffee trinken. Dim, 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 dim. Okay. Aber die sind ja auch an sich ziemlich easy. Ziemlich easy. Der ist jetzt auch besiegt, oder? Nicht? Dann jetzt aber nach einem Angriff von Haru. Warum wehrst du denn ab, Haru? Komm, jetzt bin ich gerade nicht stolz auf dich. Mann, was ist denn mit dir? Ja, okay, gegen die muss ich diesmal kämpfen. Flammwand? Ach, schade. Machen wir das so. Machen wir Ninja. Machen wir mal einen Schädelhieb und. Warte, hier dürfte Phoenix eigentlich ganz gut wirken, oder? Ich denke schon, weil Phoenix ja Feuer ist. So gesehen. Oh, das sind die Eisengolems. Was? Warum? Immerhin hat Ninja gewirkt. Das ist gut. Greift ruhig Haru an, das ist okay. Fersenschlag, okay. Gut, dann machen wir die jetzt normal fertig. Kann ich auch mitleben. Diese blöden Viecher. Nice. Okay, hier können wir nochmal aufhämmern. Hör gut zu und lausche der Melodie. Es ist besser, du vergisst sie nie. Okay, als erstes hier. Nein. Okay, nice. Warum renne ich so in diesen Eisengolem rein? Oh Mann. Machen wir mal einen Satanbiss. Machen wir mal einen normalen Angriff. Was haben wir denn hier so? Machen wir einfach mal hier eine Frostfee. Und mit ihm Donner. Mal sehen, vielleicht bringt der Frostfee der Donner mehr. Was irgendwie keinen Sinn machen würde. Frostfee schon mal nicht. Aber vielleicht Donner. Auch nicht. Ist vielleicht
Oh, Satanbiss macht Schaden. Ist vielleicht irgendwas mit Wasser effektiv gegen die? Ich weiß es nicht. Hört auf, Sedan anzugreifen. Angriff, Angriff. Was haben wir denn so? Wow. Machen wir mal einen Stärker auf Sedan und Doki. Du machst bitte mal einen Drachen. Vielleicht bringt der Drache was. Keine Ahnung. Oh Mann. Dim, 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 dim. Dim. Okay, Drache sieht irgendwie nach Wasser aus. Mach einen Wasserangriff. Bringt auch nichts. Oh, wow, okay. Gegen diese Eisengolems ist, wie es aussieht, nichts effektiv. Das freut mich ja, ne? Okay, hier oben ist ein Item. Ein Drachenei. Geil. Ich glaube, das ist jetzt unser siebtes oder sechstes. Moment. Tasche sortieren. Unser sechstes, okay. Können wir mal gucken, ob... gut, vielleicht ein S-Stock. Haben wir noch irgendwas doppelt? Da. Ein Rosenschild. Nein. Ein Schattenhut. Ah, gut. Cool. Eiszylinder haben wir. Nice. Echo-Ring haben wir leider nicht, tut mir leid. Versuchen wir es mal weiter. Schraubstock wollte haben, S-Stock. Breitschwert. Silberdegen. Voruga. Reitpeitsche. Speer. Komm, wir kriegen dich jetzt in die letzte Entwicklung, Alter. Silberweste. Eisenmantel. Rosenschild. Glaszylinder. Schattenhut. Silberschärpe. Zornschärpe. Flederstein. Krebsstein. Feuerjuwel. Bienenstein. Kobrastein? Nein! Oh Mann, es wird nicht mehr viel, dann ist er Level Up und dann können wir ihn mit irgendeiner Frucht. Genau, habe ich das schon gesagt. Die Früchte, bringen die letzte Entwicklung der Kapselmonster herbei. Geht weg. Ja, dann können wir mit einer Frucht zu der... Wow. Zu seiner Endentwicklung machen. Bringen. In seine Endstufe. In seine End... Ja, Phase. Weiß ich nicht. Bringen. Halt. Wir haben irgendeine Waffe, glaube ich, bekommen. Ein Ego-Schrauber. Haben wir den gerade echt bekommen? Wow. Kapsel. Du kriegst einen Ego-Schrauber von mir. Gut, okay, noch zwei Striche müssen wir machen. Zwei Striche müssen wir ihn füttern. Das kriegen wir doch locker hin. Ich will mal kurz heilen. Zack. Zack. Tür ist offen, schön. Da ist Amon, oh mein Gott. Wirst du jetzt die Tür öffnen? Hinter dieser Tür liegt der geheiligte Raum. Seine konzentrierte Energie stärkt Geist und Seele. Glaubst du wirklich, dass ich dir, dessen Herz schwarz und böse ist, diese Türe öffnen werde? Du hast die Wahl. Öffne die Pforte und lebe. Oder weigere dich und schmore in den Feuern der Hölle. Du kennst meine Antwort. Ich kann dir die Tür nicht öffnen. Sag mir, wie kann es sein, dass du keinen Widerstand leistest und dich beugst? Hätte ich Widerstand geleistet, so hätte sich dein Zorn gegen die Leute meiner Stadt gerichtet. Ebdis ist eine Sache zwischen... Was? EP? Warum steht da noch EP? Dies ist eine Sache, die zwischen uns beiden... zwischen uns beiden... Es soll kein unnötiges Blut vergossen werden. Welch großmütiger Entschluss, noch glaubst du wirklich, dass deine Kräfte den meinen gewachsen sind? Ich weiß es nicht, doch ich weiß, dass deine bösen Taten nicht ungesühnt bleiben dürfen. Hey Amon! Nicht, Wichser, wenn du deine Kräfte hier einsetzt, dann...
Hier schon wieder. Hier klebt an mir wie Fliegen am Kadaver. Hüte deine Zunge. Schweigt. Diesmal werdet ihr meinem Zorn nicht entgehen. Keine Gnade mehr. Oh Gott. Ich beende hier den Part, Leute. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.